Ja, schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen des Deutschen Filmmuseums zu den jüdischen Kulturwochen und der Vorführung des Filmes Moritz Daniel Oppenheim über den ersten jüdischen Maler heute Abend hier begrüßen. Mit den jüdischen Kulturwochen verbindet uns eine lange Tradition. Seit über 20 Jahren oder wahrscheinlich schon 25 Jahren begleiten wir das Programm der jüdischen Kulturwochen mit einem Filmprogramm. Seit letztem Jahr auch wieder in Form eines jüdischen Filmfestes, das nun wieder regelmäßig im jährlichen Wechsel stattfinden soll. Und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und ich möchte zunächst Herrn Grünbaum, Dezernent für Kultur von der jüdischen Gemeinde, begrüßen und Frau Lewin, die Kulturreferentin. Ich möchte mich bei beiden ganz herzlich bedanken für die wunderbare Zusammenarbeit. Ja, und auf die nächsten Jahre, ich freue mich schon. Genau, wir zeigen jetzt im Rahmen der jüdischen Kulturwochen insgesamt zwei Filme, eben den einen heute Abend. Und dann möchte ich auch noch hinweisen auf die Veranstaltung am Sonntag mit dem Film Der Clown von Erik Friedler. Erik Friedler wird selber zu Gast sein und auch einer der Protagonisten, Lars Lind. Und moderiert wird die Veranstaltung von Herrn Michael Hanfeld von der FAZ. Doch jetzt zum heutigen Abend. Wir zeigen heute Abend hier die Frankfurter Premiere des Filmes Moritz Daniel Oppenheim von Isabel Gatthoff, die ich hier ganz herzlich begrüßen möchte. Schön, dass Sie da sind. Und ich glaube, Sie haben sogar auch jemanden vom Team noch mitgebracht, aber das können wir dann sozusagen vielleicht dann nachher oder im Anschluss, dass Sie dann vielleicht auch nochmal die Leute, die Ihnen geholfen haben, mit hier vorstellen. Wie gesagt, es ist die Frankfurter Premiere des Filmes hier. Der Film hat schon sozusagen eine kleine, schönen Lauf, also Festivals hinter sich. Er hatte seine Welturaufführung auf dem Jerusalem Jewish Film Festival, hatte dann in Moskau sozusagen seine Europa-Premiere, dort auch auf dem jüdischen Filmfestival. Und hier in Deutschland lief der Film zunächst in Berlin, auf dem jüdischen Filmfestival in Berlin. Da hatte er seine Deutschlandpremiere, dann vor zwei Tagen hier in Hessen sozusagen das Heimspiel, die Hessenpremiere in Hanau, wo die Regisseurin herkommt, und heute Abend jetzt hier im Filmmuseum. Und der Film hat das war letzte Woche, hatte die Nominierung für den Hessischen Filmpreis für den besten Dokumentarfilm bekommen. Also das ist schon sehr beachtlich irgendwie für dieses Werk. Genau. Doch ich möchte jetzt das Wort an Herrn Grünbaum geben, der auch noch ein paar Worte zu Ihnen sagen wird und noch ein paar Worte zum Film. Schönen guten Abend. Ja, herzlich willkommen, auch im Namen der jüdischen Gemeinde. Liebe Frau Gickers, ich kann das nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank für die schöne Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir freuen uns nicht nur auf das nächste Jahr, zumindest also auch jetzt nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Rabbiner Soussan, einen schönen Abend, herzlich willkommen. Erik Riedel, der dann direkt im Anschluss das Gespräch mit Isabel Gatthoff führen wird. Und natürlich, liebe Isabel Gatthoff. Moritz Daniel Oppenheim, in Hanau geboren, in Frankfurt verstorben, hier auf unserem Friedhof Rath-Beil-Straße. Und damit letztendlich ein Frankfurter Kind. Das wird Sie jetzt vielleicht verwundern, aber historisch ist es so, dass dass Juden in Hanau bis vor sehr wenigen Jahren Mitglieder der jüdischen Gemeinde Frankfurt gewesen sind. Sie merken, es gibt auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft Unabhängigkeitsbestrebungen. Die Gemeinde in Hanau ist also vor 6 Jahren gegründet worden, bis dahin seit 45 Mitglied in der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Also insofern beanspruchen wir Moritz Daniel Oppenheim jetzt einfach als Frankfurter. Ich bin natürlich, das muss man sagen, weder Kunsthistoriker noch Musik noch Filmwissenschaftler. Darum fällt es mir natürlich ein bisschen schwer, naturgemäß zum Film selber viel zu sagen. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Film uns alle im Anschluss direkt begeistern wird. Ich weiß von einem großen, großen Fan aus der jüdischen Gemeinde, der schon 3-mal in dem Film war, und das ist kein ganz leichter Mensch. Also insofern bin ich davon überzeugt, dass das ein ganz, ganz großes Gütesiegel ist für diesen Film. Frau Gickers hat es erwähnt, die Nominierung zum Hessischen Filmpreis, liebe Isabel Gatthoff, ist, glaube ich, wirklich Ehre, nicht genug, aber es ist eine große Ehre, und ich glaube auch,
diese Nominierung spricht für die Qualität dieses Films. Worüber ich aber sehr gerne sprechen möchte, ist etwas anderes, was mich an diesem Film fasziniert, und das ist die Geschichte des Films. Isabel Gatthoff, das muss man wissen, hat diesen Film mehr oder weniger komplett alleine finanziert, weil ihr das eine Herzensangelegenheit war und weil sie davon überzeugt war, dass diese Geschichte von Moritz Daniel Oppenheim wichtig ist. Dieser Film wurde maßgeblich durch Crowdfunding finanziert, und all das wurde von Isabel Gatthoff selbst in die Wege geleitet und angestoßen. Und ich finde ganz persönlich so ein Engagement für eine eigene Idee, für eine eigene Vorstellung, für ein eigenes Projekt schon alleine bemerkenswert und mindestens mal einen Applaus wert. Aber das Engagement von Isabel Gatthoff geht noch ein bisschen weiter über diesen Film, den wir gleich sehen werden, hinaus. Isabel Gatthoff hat nämlich eine neue Crowdfunding-Aktion gestartet, auf die ich Sie natürlich alle hinweisen möchte. Die Internetseite wird dann Isabel Gatthoff bestimmt nochmal bekannt geben. Und ich möchte aus diesem Crowdfunding-Projekt zitieren. Wir möchten, Isabel Gatthoff und ihr Partner Erik Meyer, ein besonderes, spannendes und oftmals unbeachtetes Kapitel deutsch-jüdischer Geschichte dem Vergessen entreißen. Das 19. Jahrhundert im Rhein-Main-Gebiet. Mittendrin der jüdische Maler Moritz Daniel Oppenheim. Mit seiner Kunst hat er einen aktiven Beitrag zu mehr Respekt und Verständnis zwischen den Religionen geleistet. Ein Thema, das aktueller kaum sein könnte. Daher unser Ziel, einen Wissensfilm für Schülerinnen und Schüler über den Künstler und seine Zeit zu produzieren. Ich finde, es gibt eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich bin beeindruckt davon, dass Isabel Gatthoff diese Idee dieses Films und dieses Menschen, dieser Persönlichkeit in das Hier und Jetzt mit solch einer Aktion und solch einer Idee letztendlich katapultiert. Und ich bin ja Kultur- und Jugenddezernent, und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass gerade Jugendliche und Kinder in der Erziehung und in ihrer Ausbildung und Bildung solche Persönlichkeiten vorgestellt bekommen, und insbesondere wenn es darum geht, das Selbstverständnis, das jüdische Selbstverständnis darzustellen und dafür zu werben, das für Toleranz und Gemeinsinn zu werben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen hervorragenden Abend. Isabel Gatthoff spricht in ihren Bildern, aber gleichzeitig spricht sie mit Bildern. Wenn wir im Anschluss dann gleich das Gespräch hören, werden Sie das, glaube ich, auch ein wenig mitbekommen. Ich hatte am Freitag das Vergnügen, sie erstmals kennenzulernen, und da gab es dann sofort so einen totalen Flechsatz, wo man da steht und sagt, oh, wie wunderschön kann man Dinge ausdrücken. Und ich glaube, es wird ein spannender und schöner Abend für uns alle. Und in diesem Sinne jetzt erst einmal viel Spaß beim Film. Ja, dann möchte ich nochmal ganz herzlich begrüßen hier Isabel Gatthoff und Erik Riedel vom Jüdischen Museum. So, herzlichen Dank. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich im Namen des Jüdischen Museums Frankfurt bei der jüdischen Gemeinde, den jüdischen Kulturwochen und beim Filmmuseum bedanken für die tolle Gestaltung des Abends, für die Zusammenarbeit. So anschließen, vielen Dank. Wenn das Piepsen vielleicht dann irgendwann mal abgestellt ist, wäre es gut. Wir möchten natürlich die Gelegenheit jetzt nutzen, noch einige Fragen an die Regisseurin, Autorin und auch Produzentin des Filmes zu richten, an Isabel Gatthoff, wenn wir sie schon mal hier haben, und damit sie vielleicht ein bisschen Gelegenheit haben, nochmal sozusagen innerlich aus dem Film aufzutauchen, würde ich gerne die Befragung eröffnen.
Zunächst mal herzlichen Dank für den wunderbaren Film. Das war jetzt für mich das erste Mal, dass ich wirklich sozusagen die Endfassung gesehen hatte. Wir hatten ja vor einem Jahr schon mal eine Veranstaltung, wo es eine ganz kurzen Rohschnitt-Werkstatt-Fassung, also eigentlich nur ausgeschnittene Szenen gab. Wirklich sehr toll geworden, ein Kompliment. Was mich interessieren würde in dem Film, also, ist ja eine sehr starke Parallelführung von sozusagen historischen Motiven. Wir haben einerseits die Kunst Oppenheims, dann andererseits das Denkmal in Hanau. Wir haben aber auch die musikalische Begleitung, also mit Stücken von Felix Mendelssohn Bartholdy, aber auch Neukomposition. Mit musikalischen Bearbeitung oder Neukomposition, und zwar von, das muss ich leider ablesen, Jens Tröster und Christos Kessidis. Genau, Christos Kessidis, den wir auch noch herzlich begrüßen möchten, der eben... So, jetzt wollte ich mal fragen, inwieweit diese Parallelführung oder Verbindung von historischem und gegenwärtigem programmatisch ist oder welche Bedeutung dann sozusagen auch dieses Historische für uns oder auch für Sie noch hat. Ja, also in der Tat hat sich das alles ganz organisch aus sich selbst heraus entwickelt. Nicht zuletzt die Inspirationsgrundlage bildete sicherlich das Denkmal an sich als solches, weil es ja auch eine Konstellation ist, eine Gegenüberstellung von etwas Abstraktem, etwas Konkretem, was Modernem, was sehr traditionell. Und dieser Dualismus, dieses Wechselspiel, das hat mich dazu inspiriert, auch zwei Erzählstränge miteinander zu verweben, was die gesamte Dramaturgie des Films betraf. Aber was natürlich auch eine entscheidende Rolle gespielt hat, ist alles okay da oben? Nur so, ja, okay, ich mache mal einfach weiter. Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist wegen diesem Gepiepse, aber ich mache einfach mal weiter. Wo war ich stehen geblieben? Ja, und es war auch so ein bisschen ein Hindernislauf, beziehungsweise es waren viele Hindernisse, die... ja, in dieser vierjährigen Genese des Films zu überwinden gab und sehr, sehr... Ah. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und es hieß auch immer sehr häufig, ja, ach, so ein altes Thema, so ein alter Künstler, was, wen interessiert das? Das heißt, es war die Herausforderung, ihn eben aus diesem vermeintlichen Staub, dem Vergessen zu entreißen und jetzt in die Gegenwart zu holen und eben dieses Wechselspiel... Klassik trifft auf Moderne, die sollte sich eben auch das Wechselspiel im Soundtrack der Musik wiederfinden. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich zwei so hochkarätige, talentierte Musiker für gewinnen konnte. Zum einen Jens Tröster, den die klassischen Teile verantwortet hatte, seitens der Neuen Philharmonie Frankfurt. Die Musiker, die haben das Streichquartett dazu gebildet. Das wurde alles live eingespielt im Tonstudio und wie gesagt, sind alles Neukompositionen, die sich ein bisschen an Felix Mendelssohn Bartholdy orientiert haben. Also man findet hier und da mal ein musikalisches Zitat, aber die Idee war eben, so ein bisschen mit dem Vorurteil zu brechen, jüdische Musik muss nicht immer Klezmer sein, da gibt es noch so viel mehr. Und genau. Und eben der elektronische Part, Christos Kessidis, den ich ganz herzlich begrüßen darf, nochmal persönlich und mich auch nochmal bedanken darf für die wundervolle Arbeit, die er gemacht hat. Es gibt einmal die ganz präsenten Sequenzen in der Werkstatt, in der Gießerei, wo auch dieser Industrial-Charakter der Umgebung sich ein bisschen in der Musik wiederfinden sollte. Und wenn wir dann draußen waren unter der Sonne, ich meine, jede Geige war ja mal ein Baum, wenn man es so will, und dementsprechend die klassische Musik dann außen, wenn die Sonne scheint, überwiegt. Und genau so kam das zustande und ja. Ja, Sie haben gerade eben das Stichwort Hindernislauf erwähnt, aber in gewisser Hinsicht war der Film doch auch für Sie eine Entdeckungsreise. Absolut. Also man sieht es ja bei den zahlreichen eingeschnittenen Szenen und Interviews, dass Sie sehr viel unterwegs waren. Wollen Sie vielleicht noch
kurz verraten, wo Sie denn überall waren während Ihrer Dreharbeiten? Genau, also gedreht haben wir in Deutschland natürlich, also Hanau, Frankfurt, Mannheim, München, dann mit den direkten Nachfahren, mit Patricia Levin und ihrem Bruder Stefan in Paris. Das Denkmal, beziehungsweise der abstrakte Teil, das tanzende Bild, weil dieses Ensemble heißt ja Moritz und das tanzende Bild, das war in Portugal und mit Shlomit Steinberg im Israel Museum eben in Jerusalem. Genau. Und ja, also es war so ein Sterntaler-Projekt. Das ist hier so vom Himmel runtergefallen. Also es ging dann darum, am Ende die Sternchen so aufzusammeln, die sich ergeben haben. Sei es diese Freimaurer-Urkunde, die wirklich in den letzten Tagen des Feinschnitts plötzlich in der National Library of Israel dann noch aufgetaucht ist, beziehungsweise ich dann Hinweis bekam und dann noch was ganz anderes gefunden hatte. Ich war eigentlich auch auf der Suche nach der Professorenwürde, die Oppenheim über Goethe erhalten hat. Und dann auf einmal, dann kam auch ein ganz neues Geburtsdatum auf einmal raus, ist auch nochmal eigentlich ein Film für sich, 1798 statt 1800, laut dieser Freimaurerurkunde. Ja, also es war in der Tat eine Schatzsuche. Ja, sehr schön. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Mich würde mal ganz einfache Frage, wie kommt man da drauf, so einen Film darüber ihn zu machen? Lag das an dem Denkmal, das gerade gebaut wurde, oder woran lag das? Ja, in der Tat, also der Bau des Denkmals und diese ganze, also die Pressekonferenz, das war auch in der Tat Stein des Anstoßes. Aber ganz klein, also es war halt die Überlegung, ich habe nämlich festgestellt, dass ja, Oppenheim, ah ja, klar, es war doch der von der Atombombe, ne? Also irgendwie, Oppenheim hatte man gehört oder das Bankhaus oder dann natürlich auch die Verbindung, ne, dieser schlimme Film Jud Süß und so weiter und so fort. Also es gibt viele Oppenheims, Oppenheimer, aber mir ging es halt um Moritz Daniel und den Menschen hinter dieser Statue mit Leben zu füllen. Ich habe ja schon öfter diese Anekdote erzählt, dass ich mitgekriegt habe, dass auch mal so Schulkinder da vorbeigelaufen sind und gesagt, ey, komm, wir machen mal ein Selfie mit Schiller. Und dann war das halt auch so, ja, fast, aber doch daneben. Und genau, also das kam, wie gesagt, alles so, it came with the process. Also auch dieser Dualismus und so, das hat sich eigentlich entwickelt im Verlauf dieser insgesamt 4 Jahre. Und genau, ist viel vom Himmel gefallen. So. Ja. Ich will das aufgreifen, was eben gefragt wurde mit den 2 Erzählsträngen, weil ich, also eigentlich ist mein Interesse inhaltlich am Maler, aber jetzt hat mich total fasziniert die formale Gestaltung, weil ja diese beiden Erzählstränge völlig unterschiedlich sozusagen verlaufen. Das Denkmal wird in einer Art die Arbeit daran dargestellt, wo kein Wort fällt, wo eben das Produkt entsteht und nur die Musik spricht. Und das, finde ich, hat eine Wirkung, die auf mich meditativ fast wirkte. Also immer als Kontrast zu der vielen Information, so habe ich das dann verstanden, richtig, als Kontrast zu der vielen Information, die man sozusagen zwar schon durch verschiedene Personen, das ist bestimmt auch ein Hilfsmittel, dass verschiedene Leute einem was erzählen über den Maler, dass eben die gewaltige Menge an Informationen für den, der es nicht kennt, ist das eben viel. Genau, dass ich das erstmal setzen, ne, sozusagen, kann. So habe ich das verstanden und dieses, ja, so auch und dieses Meditative hat mich total fasziniert, weil mich eigentlich das Denkmal gar nicht interessiert hat, sondern der Maler. Und von daher ist, ne, und jetzt wäre jetzt meine 2. Frage, ich verstehe das, also das ist jetzt geschlossen, so wie es ist. Aber ich zum Beispiel bin gekommen, weil ich über die Ausstellung im Jüdischen Museum und schon vorher über den Kokon Verlag, die hatten ja vor der Ausstellung im Jüdischen Museum das erste Buch überhaupt über Oppenheim rausgegeben und dann eben die Ausstellung und das war, und die, der Wiener Verlag, glaube ich, ne, der Katalog, unglaublich toller Katalog auch, und das war für uns hier das Ereignis, wo wir überhaupt mit dem Mann und dem Maler zu tun hatten. Und dass das gar nicht vorkommt, hat mich dann gewundert. Ja, also indirekt. Es wurde verwendet. Er ist da, ja, und redet. Und
Der Kokon Verlag wird auch erwähnt, aber nicht, dass das das erste Buch und die erste große Ausstellung. Das wird nur noch mal mit dem André Levin, ne? Genau, also es gibt sehr viele selbstreferenzielle Ereignisse, die sich eben im Lauf dieser vierjährigen Genese ergeben haben, zum Beispiel auch Ludwig Rosenthal. Es gibt jetzt auch nochmal einen kleinen neuen Film daraus, nämlich ist er der Namensgeber für den großen Saal, der heute in der Tat eine der größten Dauerausstellungen weltweit darstellt im Historischen Museum Hanau Schloss Philippsruhe. Und der beispielsweise noch nie was von Moritz Daniel Oppenheim gehört hatte. Sein Vater wiederum hat aber den Grundstein für die große Sammlung im Schloss Philippsruhe gelegt. Ist ja auch common phenomena, ne? Nach der Flucht, Emigration, dass man die ganze Geschichte und Vergangenheit hinter sich lässt. Und der hat durch meinen Anruf, also ich habe dann einfach mal in Guatemala angerufen, weil ich per E-Mail nicht so durchgekommen bin. Er ist im UN-Sicherheitsrat, ständiges Mitglied für Guatemala, Gerd Rosenthal, der Sohn von Ludwig Rosenthal. Und er meinte dann erst so, ja, sind Sie sicher, dass Sie meinen Vater meinen? Naja, nettes Projekt, weiterhin viel Erfolg. Da habe ich gedacht, wie kann ich das jetzt irgendwie belegen? Und dann habe ich ein Bild von ihm gegoogelt und gab mal einen Nachruf von der Frankfurter Anwaltskammer auf Ludwig Rosenthal. Da habe ich ihm das geschickt, hat er mir eine Stunde später sofort zurückgeschrieben, hat gesagt, ich will alles wissen, was Sie über diese Geschichte wissen, weil das so ein fehlendes Puzzleteil und das, wie gesagt, so viele Dinge, da würden wir bis morgen früh noch stehen, was da eben noch so an Fundsachen entlang des Wegesrandes so gab, aber dann wäre es wahrscheinlich so eine Serie geworden, Oppenheim 1 bis 7 und 8 Stunden und ich meine, ist ja jetzt auch schon sehr lang und ich bin sehr dankbar, dass es den Director's Cut gibt über die Festivalfassung, die nur 72 Minuten lang ist, genau. Also hier fiel eben das Wort Ereignis, ich muss sagen, der Film ist wirklich ein Ereignis, ich habe unendlich viel gelernt, so faktenreich und dann diese meditativen Phasen, wie es eben ja auch anklang, also der Film ist einfach grandios. Oh, ich denke, wir hätten Ihnen alle den ersten Preis gegönnt, bundesweit oder auch international. Ja. Also sehr gut gemacht. Ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt. Auch, Sie hatten auch natürlich sehr, sehr viel Glück mit diesen Interviewpartnern. Vielen, ja. Vielen Dank für die grandiosen Informationen, die rübergekommen sind. Also sensationell. Und ich habe zum Schluss auch geweint. Ich werde also so schnell, wie ich kann, zum jüdischen Friedhof gehen. Ist es zu profan zu fragen, wie diese Crowdfunding-Phase verlief? Wie haben Sie das überhaupt alles durchgehalten? Nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, danke an meine Mutter, die meine Miete gezahlt hat zwischendurch. Also erstmal vorneweg. Und ich muss auch sagen, also die Hessen-Film hat die Vollendung dann gewährleistet. Da sind auch 12 Vertreterinnen heute im Publikum. Herzlich willkommen, Lena Fetzer-Rosser und Franziska Fink. Mit dem Crowdfunding, das ging dann ja bis zur Hälfte. Also ich muss dazu sagen, es war ein analoges Crowdfunding. Es war jetzt kein online oder digitales, wie man das so im konventionellen Wege kennt. Das war es dann jetzt fürs Anschlussprojekt in der Tat. Aber das Kinopolis Hanau hat mir den größten Saal zur Verfügung gestellt im Juni letzten Jahres. Das Streichquartett der Neuen Philharmonie Frankfurt hat den musikalischen Rahmen gebildet. Also Fanny Hensel, die Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy, die auch so ein bisschen verkanntes Talent. Ihr hat halt leider das zweite X-Chromosom gefehlt und als Frau Berufsmusikerin war nicht und da kam es auch nicht selten vor, dass dann das, was eigentlich Fannys Werk war, als Felix Werk, aber gut, auch das wäre nochmal ein eigener Film. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben diesen Raum zur Verfügung gestellt, hatten wirklich Full House damals und ich habe dann sehr viel Minne gesungen für diesen Film und habe darum gebeten, habe dann so eine Staffelung gemacht. Es gab eine designte Oppenheim-Tasche, die es ab 100 Euro gab. Ab 250 Euro bekam man die Tasche, das Poster, das Buch. Das Buch war auch ein Crowdfunding-Bestandteil und so hat sich das dann gestaffelt bis 1.000 Euro, was dann für Institutionen interessant war. Sie haben ja dann auch gesehen, ab 1.000 Euro kam man mit Logo in den Abspann und so musste ich mir das halt echt so ein bisschen zusammenklamüsern, aber es hat geklappt und wirklich so, was dann den Motor total geschmiert hat und dann ging es ab Biluzi, kann man sagen, das war dann die Post-Production-Förderung und da haben wir das Ding in 2 Monaten gewuppt, weil was so der Hauptimpulsgeber war, es kamen dann auf einmal Festivals auf mich zu, also aus dem Nichts bekam ich dann eine E-Mail aus New York, aus London, hi, we learned about your film,
we would like to screen it. Und dann musste ich halt erstmal sagen, naja, der ist noch nicht fertig und ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht so ganz wann, weil ich hatte es vorhin erwähnt, das ist wie ein Auto, man kann Ferrari in der Garage stehen haben, aber wenn da kein Benzin im Tank ist, kann man halt nicht fahren. Und so war es dann. Und dann gab es ganz, ganz viel Benzin, dann war der Tank ganz voll und dann sind wir ans Ziel gekommen, nämlich zur Weltpremiere nach Jerusalem auf dem Jerusalem Jewish Film Festival. Wir hatten es ja schon erwähnt. Und wie gesagt, also ich bin da total dankbar. Ich kann es nicht oft genug sagen, die vielen privaten Spender und Sponsoren, natürlich auch Institutionen und letztlich die Hessische Filmförderung. Und ja, dann kam das so. Genau, Dankeschön. Danke, wirklich großes Dankeschön. Und nachdem jetzt von Filmfestivals die Rede war, wollen wir vielleicht auch noch verraten, dass der Film in Kürze auch in Australien gezeigt werden wird? Vielleicht. Ja, genau. Am Samstag geht es nach Melbourne. Das Jewish International Film Festival Jewish International Film Festival Australia, um präzise zu sein, hat den Film eingeladen. Ich freue mich sehr, dass jetzt vom Goethe-Institut auch eine Fahrtkosten- oder Flugkostenbezuschussung gibt, weil das auch nicht so selbstverständlich ist. Das ist das erste Mal in der Tat, dass das unterstützt wird. Und genau, am 29. Oktober in Melbourne und am 5. November in Sydney. Und genau, die US-Premiere hat sich auch schon angekündigt. Das muss man jetzt nur noch so schauen, welches Festival das ist, weil da gibt es jetzt sogar drei auf einmal, die da drum buhlen. Und genau, also Florida, San Diego, müssen wir mal schauen, aber es wird so zwischen Januar und März dann auch in den Vereinigten Staaten erstmalig gezeigt und ja, geht auf Weltreise. Und wo wir jetzt schon beim Verraten von Geheimnissen sind, vielleicht sollten wir auch noch kurz was zu dem Spin-off oder zu der pädagogischen zu dem pädagogischen Ableger des Filmes sagen. Moritz Daniel Oppenheim macht Schule. Wie ist denn da der Stand und gibt es genau. Vielleicht auch schon irgendwas, was wir sehen könnten? Ja, genau. Zwinker, zwinker. Da habe ich nämlich in der Tat heute exklusiv was mitgebracht, auch als Dankeschön, dass Sie mir hier die Bühne und vor allem die Leinwand gegeben haben im Rahmen dieser wundervollen Veranstaltungsreihe Jüdische Kulturwochen Frankfurt. Nochmal vielen herzlichen Dank. Und genau, also Sie hatten das ja schon so wunderbar, da kann ich eigentlich gar nichts mehr zu ergänzen, angekündigt. Die Idee war eben, dass in Zukunft jeder sagt, Oppenheim und nicht Schiller, ne? Mindestens. Und auch einfach das Bewusstsein für deutsch-jüdische Geschichte jenseits des Holocaust zu erweitern, weil ich meine, die hätten ja gewonnen, wenn all die wichtigen Persönlichkeiten, Geschichte, die zu entscheiden zu uns deutschen Kulturerbe beigetragen haben, jetzt halt komplett vergessen worden wären. Und da kann man noch so viel mehr entdecken als nur Oppenheim. Und ich kann nur jeden einladen, da zu recherchieren und zu suchen. Und genau dazu möchte ich halt die Schüler animieren. Dafür gibt es diesen Schulfilm, der jetzt erstmal im Rhein-Main-Gebiet, dann Hessen und hoffentlich auch dann mal bundesweit im Unterricht gezeigt werden soll, ab der 8.-9. Jahrgangsstufe, im Geschichtsunterricht vornehmlich. Genau, man kann vielleicht auch noch was mit der Statue dann im Kunstunterricht machen. Und genau, da haben wir jetzt das meiste schon abgedreht. Es ist in Produktion. Wir können natürlich immer Unterstützung gebrauchen. Das Crowdfunding war im Rahmen des Kulturmut-Crowdfunding-Wettbewerbs ausgeschrieben vom Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main und der Aventis Foundation. Und da sind wir dann bei über 30 Projekten in der Tat auch unter die Top 10 gekommen, auf Platz 7, wie so eine Sektpyramide. Ne? Da wurde dann der Sekt bzw. dieser Zuschuss, den es dann gab, oben eingefüllt. Und da wir relativ oben mit unserem Glas standen, ist es jetzt dann da auch voll geworden. Und es war ursprünglich viel, viel kleiner gedacht, weil ich dachte, es gibt dann einfach nur so einen Zusammenschnitt jetzt von dem Film. Aber wir haben Testscreenings gemacht und Fokusgruppen und da wurde halt deutlich, man muss es ganz anders vermitteln. Also es gibt dann, wie gesagt, den Erik Meyer, kennen Sie vielleicht von Kika. ZDF Kika Pur Plus ist dieses Wissensformat, war auch für den Grimme-Preis nominiert dieses Jahr. Der perfekte Mann dafür wirklich.
Und ja, genau, da muss man das nochmal ganz neu aufzäumen. Also es ist ein komplett neuer Film, angelegt auf 35 Minuten. Offsprecher, Moderator, Erik führt durch den Film und wir würden halt jetzt ganz gerne auch noch ein bisschen aufwendigere Animationen und Grafiken machen. Es war halt alles nicht damals kalkuliert, das war auch wieder Work in Progress sozusagen. Und ja, wer uns da noch vielleicht unterstützen möchte, sehr, sehr gerne. Aber jetzt würde ich sagen, ich habe so lange geredet, nochmal, wenn es recht ist, kurz Film ab. Haben Sie noch eine Minute? Das ist wirklich nur so ein kleiner Sneak Peek. Rohmaterial, bitte, also kann man nicht vergleichen von der Qualität, was Sie vorher gesehen haben. Wie gesagt, muss noch gemischt werden, noch keine Farbkorrektur. Aber ich glaube, für den ersten Eindruck reicht's. So, genau. Danke. Was kommt euch in den Sinn, wenn es um deutsch-jüdische Geschichte geht? Wahrscheinlich denken die meisten von euch zuerst an den Holocaust und die Judenverfolgung im 20. Jahrhundert. Aber deutsch-jüdische Geschichte ist so viel mehr als das. Ein ganz besonders spannendes Kapitel war das 19. Jahrhundert, das Zeitalter der jüdischen Emanzipation, in dem die Juden rechtliche und soziale Gleichstellung anstrebten. Eine Phase des gesellschaftspolitischen Umbruchs, eine Erfolgsgeschichte. Wir sind in Frankfurt am Main und genau hier verlief früher die Judengasse. Das war das jüdische Ghetto, also der abgetrennte Wohnbereich für die jüdische Bevölkerung, der hier in Frankfurt über 300 Jahre lang existierte. Es war das erste und auch das letzte Ghetto seiner Art in ganz Deutschland. Liebe Unterstützer von Moritz Daniel Oppenheim macht Schule, wir melden uns hier direkt vom Set. Wie ihr sehen könnt, haben die Dreharbeiten zu Moritz Daniel Oppenheim macht Schule begonnen. Und Moritz ist natürlich auch mit von der Partie. Logisch, und wir klar ja auch. Das heißt, das Produkt entsteht gerade, ihr könnt gespannt sein. Wir glauben, es wird ganz gut, ja. Oder? Ja. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, dann darf ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Isabel. Und als leuchtendes Beispiel, insbesondere dann, wenn es natürlich so viel um die jüdische Gemeinde in Frankfurt geht, wir machen auf jeden Fall mit. Oh. Ihnen einen schönen Abend und herzlichen Dank.